Hans-Peter Dürr, herzlich willkommen in den Sternstunden. Danke. Sie sind Quantenphysiker und ein Meister klarer Worte. Können Sie uns die Quantenphysik in 3 Sätzen erklären? Ja, ich meine, ich zögere immer ein bisschen, weil Quantum ist eigentlich nichts Aufregendes, wenn man es hört. Quantum ist weniger aufregend als Qualität. Aber Quantum hat damit zu tun gehabt, dass am Anfang, und das sind 100 Jahre her, es war Max Planck, der sich für das Licht interessiert hat und plötzlich festgestellt hat, dass das Licht greifbar ist. Und da haben alle gesagt, das geht doch gar nicht. Licht ist doch so, wir versuchen da es zu greifen, es geht es nicht. Und dann hat Einstein auch eine Arbeit geschrieben und sagt, ja, Licht ist greifbar. Und seitdem heißt es die Quantenphysik, weil es eine Überraschung war. Aber die eigentliche Überraschung war nicht, dass Licht greifbar wird, das hat Newton schon gesagt, er hat auch an Teilchen gedacht, sondern, dass es auch das Umgekehrte gibt. Aber wir nennen uns alle noch Quantenphysiker, obwohl es falsch ist. Sie haben bereits als Schüler von Werner Heisenbergs Quantenphysik gehört. Hat Sie damals der Gedanke fasziniert, eines Tages zu verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält? Ja, es hat mich das interessiert, was die Welt im Innersten zusammenhält. Das heißt genau, eigentlich habe ich mich als Atomphysiker gewünscht. Ja? Atomphysiker ist, dass er wissen will, was sind die kleinsten Teilchen, aus denen die Welt eben aufgebaut ist. Und wenn man die kennt und weiß, wie die miteinander spielen, dann kann man die Welt in den Griff bekommen. Atom ist etwas, was er nicht zerlegen kann. Quanten ist hat geklungen wie Atom. Aber ich wusste nicht, dass Quantum nicht Atom bedeutet, sondern genau das Gegenteil. Aber ich wollte was Greifbares machen. Ich war am Ende des Krieges, habe ich niemandem mehr geglaubt und habe gesagt, ich möchte einen Beruf haben, wo ich wirklich selber prüfen kann, was richtig und wahr ist. Ja? Und das wollte ich machen. Und die Wissenschaft von Heisenberg, die wollte ich lernen. Aber ich habe es nicht verstanden in der ersten Vorlesung, was es da war. Und dann war es noch interessanter für mich. Also um diesen Unterschied zwischen der alten und der neuen Physik, eben der Quantenphysik, besser noch zu verstehen. Die alte Physik hat ja über 2000 Jahre nach den kleinsten materiellen Teilchen gefragt. Und Sie sagen jetzt als Quantenphysiker, solche kleinsten Teilchen gibt es gar nicht. Sie sagen, Sie sprechen höchstens noch von Wirks- oder Passierchen. Warum? Ja. Aber das steckt nicht in dem Wort Quantum. Im Quantum hat man nur gesagt, das, was ich nicht greifen kann, wird greifbar. Aber das viel Wichtigere war, hinterher festzustellen, was ich greifen kann, ist nicht greifbar. Ja? Und dann sagt man, ja, wie soll ich über etwas sprechen, was ich nicht greifen kann? Und dann erinnert man sich dran, dass wir in der deutschen Sprache, wenn wir über die Welt sprechen, dann sprechen wir über die Wirklichkeit. Mhm. Und die Wirklichkeit ist nicht begreifbar. Was wirkt, ist nicht begreifbar. Die Amerikaner reden von Realität. Die Realität, das ist ein Ding, das ich greifen kann. Aber Realität ist nicht Wirklichkeit. Und es stellt sich heraus, die Wirklichkeit ist viel besser für die Beschreibung als die Realität. Und deswegen nennen Sie diese kleinsten Teilchen, die es eben nicht gibt, Wirks. Ja, weil die Frage, wenn wir etwas beschreiben wollen, dann sagen wir, gut, mit was fangen wir an? Da sage ich, ja, das ist hier das Glas und sind Sie, die da sitzen, ich bin da und das sind die Bücher und so fort. Und dann, wie bewegen die sich, wenn ich jetzt mit meiner Hand mich bewege? Ja, das ist so, wie ich eigentlich die Welt beschreiben will. Und jetzt stellt man fest, die Frage, es existiert eigentlich gar nicht. Es ist überhaupt nicht zu greifen, so wie wir Licht auch nicht greifen kann. Nicht? Dass das Licht als real betrachtet wird, das ist mir unverständlich. Und das ist eben passiert, dass ich sage, wie spreche ich über etwas, was ich nicht in die Hand nehmen kann? Und wenn es herauskommt, im Grunde gibt es nichts, was ich angreifen kann. Welche Art von Sprachen soll ich verwenden? Mhm. Ich kann nur sagen, was passiert. Was passiert? Ist das die Grundfrage der Quantenphysik? Ja. Was gibt es, was passiert? Es ist nicht, was es gibt, sondern nur, was es passiert. Und alle sagen, es gibt es doch gar nicht. Wenn nichts da ist, kann auch nichts passieren. Nein, nein, du sollst nur an Passieren denken. Dass etwas sich verändert. Das sage ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, kann man sich vorstellen. Wenn ich sage, ich liebe, ich lebe, ich nehme wahr, ich hoffe, wo ist es greifbar und trotzdem verstehe ich es. Ja? Das heißt, unsere Verbsprache ist eigentlich das, was sich dauernd bewegt. Aber wenn jemand es beschrieben haben will, geht es nicht. Ja? Und in dieser Situation sind wir. Dann hat diese neue Physik das alte Weltbild zum Einkrachen gebracht. Ja, in gewisser Weise ja. Und viele sagen, also ihr spinnt ja. Am Anfang, als sie es gefunden haben, Heisenberg mit 23 Jahren, dann hat er festgestellt, wir müssen die Welt ein bisschen anders sehen. Und die haben also gesagt, es geht doch überhaupt nicht. Ich kann doch nicht ohne das auskommen, was ich begreifen kann. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Auch Einstein sagte, nein, ich lasse nicht von dieser Welt ab, die man beschreiben kann. Und deshalb ist er nie in die Quantenphysik mit eingestiegen. Aber der Grund ist, man wirft es nicht weg, was man begreifen kann, sondern man sagt, in einer Vergröberung kommt etwas heraus, was man begreifen kann. Aber wenn man es genau ansieht, verschwindet das, was man begreifen kann. Wenn man noch tiefer oder noch mehr ins kleine Detail geht. Ja, wenn man... Also wir haben ja gedacht, wir können, wenn ich den Tisch hier verstehen will, ja, weiß nicht, was es ist, dann sage ich, ja, ich stoße mich dran, aber es hat eine Farbe und so fort. Ich will es wissen, was es ist, und dann nehme ich ihn auseinander. Und wenn ich ihn auseinandernehme, zerstöre ich die Form. Aha, schon die Form ist jetzt verloren gegangen. Mhm. Ja, aber da habe ich zwei Stücke, die haben wieder eine Form. Ja, aber ich will die Form auch weg haben. Ich möchte ja nur etwas haben, wo ich mich dran stoße. Ja? Dann zerlege ich es wieder. Zerlege und dann werde ich Atomphysiker. Dann komme ich schließlich an beim Kleinsten, was nur noch Materie ist und nicht zerlegbar ist. Mhm. Und dann kommt Rutherford und sagt, doch, es kann auch noch zerlegt werden. Da gibt es einen Kern und da gibt es, so wie im Planetensystem, Elektronen, die herumgehen. Oh, sagt man, das Atom ist gar nicht Atom. Es ist das Teilchen und der Kern. Gut, dann schaue ich das an, dann erkenne ich das wieder. Immer verschwindet es. Und dann auf einmal merke ich, dass es das gar nicht gibt, sondern dass es sich auflöst, dass es auf einmal wie das Licht wird, dass es nicht begreifbar ist. Die Materie geht verloren, aber immer ist noch was da, aber was ich nicht greifen kann. Ja? Und was ist denn zuerst? Ja, und jetzt sagt man, zuerst ist nur das, was ich nicht begreifen kann. Und wenn ich es begreife, dann mache ich ein Modell. Ist das etwas Getrenntes, das, was zuerst ist? Ja, also was zuerst ist, ist nicht getrennt, sondern wie das Licht ist auch nicht getrennt. Ich kann nicht sagen, dieses Licht da und da hängt nicht zusammen. Nein, ich weiß überhaupt nicht, wo die Grenzen sind, ja? Ich meine, ein Wassertropfen, verstehe ich, wenn ein Wassertropfen ins Wasser fällt, dann sagen, wo ist der Wassertropfen? Ach so, das ganze Meer ist ein Netzwerk von Wassertropfen. Nee, ist es nicht. Wenn es ins Wasser fällt, ist es Wasser. Und keiner kann sagen, hier hört der Tropfen aus und hier fängt er an, nicht? Genau auf diese Weise verschwindet es. Der Wassertropfen existiert nicht. Der ist begreifbar. Im Wasser kann ich ihn nicht mehr greifen, dann gibt es nur das Meer und es ist nicht begreifbar. Also das neue Weltbild wäre mir wie das Meer und das alte Weltbild die einzelnen Tröpfchen. Ja, oder man könnte auch sagen, weil das Tröpfchen gibt es gar nicht. Nur also, wenn ein großer Wind ist und das Wasser in die Luft wirft, dann sieht man die Tröpfchen. Aber wenn das Meer so ein bisschen in den Wind kommt, dann gibt es Wellen. Und die Wellen, die haben dann Schaumkronen. Und da sagen wir, aha, die Schaumkronen, die sind doch getrennt voneinander. Vom Flugzeug aus sagt man, das Meer ist eine Fläche mit einem Haufen weißen Dingern, die aber irgendwie zusammenhängen. Und dann machen sie eine Theorie des Schaumkronen. Mhm. Und da muss eine Wechselwirkung sein. Es ist keine Wechselwirkung, das sind einfach nur die Schaumkronen, die auf der Welle sind. Aber die hängen miteinander zusammen. Also ein Wahrnehmungsproblem. Ja, aber wenn man so sagt, nicht genau hinguckt, sieht es getrennt aus. Wenn man genau hinguckt, dann verschwindet es. Ja? Und das ist die große Überraschung, weil wir brauchen in unserem Leben, brauchen die Materie, die man greifen kann, weil wir auch handeln wollen. Wir sagen, wir können die Welt verändern, wir wollen sie manipulieren. Und wenn ich nichts zum Greifen habe, kann ich nicht manipulieren. Deshalb machen wir eine Welt, die manipulierbar ist. Und sagen, wir als Menschen sind die Einzigen, die das können. Und die Tiere, die machen das nicht, die sind immer noch so, die wissen gar nicht, dass sie eigentlich Individuen sind und unabhängig sind. Aber wir sind unabhängig, nicht? der Mensch ist unantastbar, er ist er. Aber stimmt gar nicht. Wenn wir jetzt uns mit unterhalten, dann sieht man schon, wenn wir ganz getrennt wären voneinander, wüsste keiner von dem anderen. Ja, ja, klar. Der Schall geht hin und her und das Licht geht hin und her. Mhm. Naja, also gut, also mit dem sind wir verbunden. Reicht es aus, dass wir ein Gespräch führen können? Nee. Ich meine, wenn ich jetzt einfach so rede, dann müssen Sie erstmal meine Sprache verstehen und ich Ihre. Dann nehmen wir etwas an, was wir in dem anderen entdecken, was wir gemeinsam haben. Wir können uns nur verständigen, wenn wir wissen, wir sind irgendwie verbunden miteinander durch unsere Kultur, durch unsere Sprache und so fort. Ja? Mhm. Also da ist was im Hintergrund, was gar nicht mit Schall zu tun hat. Mhm. Jetzt haben Sie am Ende des Zweiten Weltkrieges beschlossen, Physik zu studieren. Und Sie waren damals 16 Jahre alt und fertig mit allem und mit allen, wie Sie schreiben. Also Physik zu studieren war für Sie eine Abwendung vom Menschen, von der Welt, hin zu objektiv überprüfbaren Fakten. Ja, ich meine, ich war enttäuscht. Als junger Mensch ist man opferbereit. Man ist bereit, auch sein Leben für etwas einzusetzen, was einen selbst belastet und so fort. Aber man fühlt sich eigentlich gut, wenn man etwas bringt für die Allgemeinheit. Das heißt, wir sind so veranlagt, dass wir nicht eigentlich nur uns selber meinen, sondern wenn ich helfen kann in einer Gruppe, dann finde ich das ein gutes Gefühl. Nun, ich weiß nicht, ob das allgemein gilt. Ich bin in einer großen Familie aufgewachsen. Mhm. Wir waren 6 Kinder, nicht? Und da hat es mit dazugehört, dass jeder eine andere Aufgabe hat und er das machen konnte, was die anderen Geschwister nicht machen konnten. Und wenn man zusammengearbeitet hat, konnte man alles machen. Und meine Mutter hat immer gesagt, 6 Kinder sind eigentlich nicht genug für einen Erwachsenen. Ich möchte eigentlich mehr haben. Wir haben immer 18 Kinder zu Hause gehabt. Es ist nicht darauf angekommen. Die Mühe ist dieselbe. Und wir haben miteinander eigentlich gearbeitet, dem anderen auf den anderen zugegangen und gesagt, du, ich muss dieses machen und das soll ich machen, ich habe keine Zeit. Mhm. Kannst du das machen, dann fliege ich dein Fahrrad und so fort. Und so haben wir das gemacht. Ja? Und wieso waren Sie enttäuscht von den Menschen? Ich war enttäuscht. Ich bin in den Krieg reingekommen, ja, und ich bin auch im Krieg, habe noch eine Panzerfaust gehabt. Ich sollte die Tanks abschieben, die da nach Deutschland hereinkamen. Wir wurden da als Kanonenfutter noch, ja, noch reingenommen. Und dann bricht alles zusammen. Wir haben diese ganzen Bombengeschichten dann miterlebt. Meine besten Freunde sind alle getötet worden. Ich selbst bin verschüttet worden. Nicht? Und nur ein Glück hat es gebraucht, da noch herauszukommen. Man war total enttäuscht, wo man doch gar nichts Schlimmes gemacht hat. Man war in einem Krieg. Nicht auch heute hört man das. Ja, wir müssen einfach einen Krieg machen, weil das gehört dazu. Und ich behaupte heute, nein, wir brauchen das nicht mehr. Aber wir haben den Eindruck gehabt, die anderen wollen uns zugrunde richten. Also ich muss was für meine Gemeinschaft tun. Aber damals war die Wissenschaft für Sie eine Welt, wo man mit diesen Menschen nichts mehr zu tun haben musste, wo man eben objektiv überprüfbare Fakten hatte und dem wollten Sie sich zuwenden. Ja, aber ich wusste am Anfang nicht, was Naturwissenschaft und das alles ist. Man war ja in dem echten Leben drin, wo man eigentlich nur versucht hat, Leute auszugraben und all diese Handwerkssachen zu machen, einfach um zu überleben. Aber nachdem der Krieg zu Ende war, dann sagt man, jetzt bist du auf einmal ein Krimineller. Kommen die Amerikaner rein und schauen dich als Kriminellen an und sagen, was habe ich denn eigentlich gemacht? Ich habe nur geopfert und so fort. Und dann sagen sie mir, ja, ihr habt etwas gemacht, was Unrecht war. Ja, dann sagt man, wem soll ich überhaupt trauen? Sie wurden noch eingesperrt, 14 Tage lang. Ja, ich wurde auch eingesperrt. Ich war mal 14 Tage wirklich in Einzelhaft und so fort. Jetzt kommen die Befreier. Und was machen sie als erstes? Sie sperren einen 16-Jährigen ein. Und da habe ich gesagt, ich traue keinem Menschen mehr. Jetzt werde ich alles, wo ich einen Beitrag leiste, erst nachprüfen. Weiß ich warum? Werde ich dann nicht nur einfach missbraucht oder ist es für einen guten Zweck? Und dann sagt man, ja, auf was soll ich mich konzentrieren? Ich mache Wissenschaft. Wissenschaft ist sozusagen nachprüfbar. Nicht, die Wissenschaftler haben ja die Ideen. Viele Leute sprechen über, was ich sage, ist richtig oder ist es nicht richtig. Aber ein Wissenschaftler ist der Einzige, der sagen kann, was wir sprechen als Wissenschaftler, das ist wirklich richtig. Und was wir sagen, ist falsch, ist wirklich falsch. Und ich wollte auch in diese Position kommen. Dann gingen Sie mit einem Stipendium in die USA, nach Berkeley, und waren zuerst sehr froh, in Edward Teller einen Doktorvater gefunden zu haben. erschraken dann aber, als Sie gemerkt haben, dass er auch der Vater der Wasserstoffbombe war. Ja, also ich wollte dann, nachdem ich mich schon etwas angewöhnt hat an die Neuigkeiten, also überlebt habe, ich habe gar nicht geglaubt, dass ich es überlebe, aha, ich werde nicht nur 17, sondern auch länger, dann sage ich, jetzt muss ich mich interessieren, wie die Welt aussieht. Dann bin ich rumgehaust, erst als Landarbeiter nach England, habe Engländer kennengelernt und habe festgestellt, die sind ja Menschen wie wir. Warum haben wir überhaupt Krieg gemacht mit denen? Jetzt möchte ich auch die Amerikaner kennenlernen. Vielleicht sind es auch Menschen, ja? Deshalb wollte ich ins Ausland. Und ich habe also ein Wunder erlebt. Das sind alles Menschen wie ich, ja? Ja. Ja? Und dann sagte ich, gut, ich möchte länger in Amerika bleiben, ich mache meinen Doktor dort. Habe ich einen Doktorvater gesucht, da war Edward Teller. Er kam gerade von Chicago nach San Francisco, ja? Hatte noch kein... Und dann bin ich zu ihm gegangen. Und als ich gehört habe, dass er ein Schüler von Heisenberg war in Leipzig, da sagte ich, das ist doch ein Glück. Ich wollte ja mit Heisenberg arbeiten, jetzt nicht mit ihm. Jetzt finde ich in Amerika seinen Schüler. Ja, fantastisch. Ja? Und dann stelle ich fest, ein paar Monate danach, da feiern die etwas. Die haben gefeiert die Bikini-Wasserstoffbombe, die explodiert ist und die ganze Insel damals zerstört hat, und alle sagt, doppelt so stark, als wir berechnet haben und das gefeiert haben. Ich war sprachlos, weil ich sage, das ist doch genau, was ich verhindern wollte. Ich will doch nicht die Wissenschaft jetzt nehmen, um Bomben zu bauen, sondern zu wissen, was richtig und falsch ist. Ja? Und das hat mich tief erschüttert. Ja. Das hat Ihren Glauben an die Wissenschaft nachhaltig erschüttert? Ja, nein, ich war eigentlich nicht erschüttert an der Wissenschaft, weil ich ja mich an Heisenberg orientiert habe. Ich wollte ja ihn verstehen. Und ich dachte, wenn ich Teller verstehe, verstehe ich auch Heisenberg. Aber Teller macht mit diesem Wissen eine Bombe und Heisenberg macht eine Philosophie darauf, die die Welt verändert. Ja? Und ich dachte, die müssen doch dasselbe meinen. Nein, aber es war für mich wichtig, dass jemand, der auch dieses Wissen von Heisenberg hat, immer noch einen anderen Weg geht und noch sich festhält an den alten Vorstellungen. Zum Beispiel, dass der Frieden nur möglich ist, wenn der Beste gleichzeitig der Militärstärkste ist. Und ich dachte, das ist ein Wahnsinn. Ich bin trotzdem bei Teller geblieben, weil ich gewusst habe, es ist wichtig, auch die Leute, die eine andere Meinung haben, auch zu verstehen, wie kommen Sie dazu, an dem Alten noch festzuhalten, obwohl Sie doch sehen jetzt die Erfahrung, das funktioniert gar nicht. Aber ich habe überschätzt, weil ich den Krieg erlebt habe, dass nun alle verstehen, was ein Krieg ist. Die haben null gelernt von dem. Also eine heile Welt war die Physik nicht mehr, oder? Nein, für mich war es nicht mehr. Aber die haben nur gesagt, die heile Welt haben wir wiederhergestellt, weil wir euch besiegt haben. Hm? Also später haben Sie ja dann eine Gegenposition zu Herrn Teller bezogen und sich gegen dieses Star Wars Programm, dieses Weltraumrüsten des amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan engagiert. Das war wesentlich später, da wusste ich schon, dass das alles gelogen ist, was diese Leute sagen, ja, weil ich wusste ja auch den Hintergrund, eigentlich warum das Star Wars eigentlich da war. Und ich meine, es hat mich nicht mehr erstaunt, aber es hat mich erstaunt, dass so eine Siegernation dann auf einmal sagt, weil ja, wenn wir lügen, dann ist es sozusagen was Gutes, weil wir lügen, weil wir das Bessere erreichen wollen. Weil die wollten doch nicht das SDI, dieses Schutzschirm machen, um andere Raketen aufzufangen. Das ist eine ziemlich irre Sache, ja? Sondern das hatte auch militärische Gründe, die ich da jetzt nicht aussprechen will. Aber Sie haben sich dagegen engagiert? Ich habe mich dagegen engagiert, weil ich wusste, es ist eine militärische Sache, die alles andere ist, als den Frieden dadurch zu schaffen, sondern wieder einen Schritt weiter, die Welt noch in einen größeren Krieg reinzubringen, ja? Und deshalb war ich dagegen und ich bin auch damals, so ein Grenzgänger geworden, weil das habe ich eigentlich durch eine andere Begegnung eben, bin ich das geworden, weil ich Hannah Arendt auch in Kalifornien getroffen habe. Aber man sagt, man muss demjenigen, den man als Gegner bezeichnet, den muss man erst mal anhören, ob er wirklich der Gegner ist, ob er nicht nur eine andere Sprache spricht. Und das hat mich zu einem Grenzgänger gemacht, dass ich sehr viel auch in die Sowjetunion gereist bin. Nicht um mich da mit diesen Kriegssachen zu beschäftigen, aber mit der Philosophie, weil die diese Philosophie aufgenommen haben. Wir haben in der Sowjetunion mit den Wissenschaftlern, habe ich Philosophie von Heisenberg gemacht. Ja? Während in Amerika habe ich nicht die Philosophie Heisenberg gemacht, sondern meine Umgebung waren Bombenbauer. Aber ich kannte beide Lager. Und ich sage, ich muss beide Gute verstehen, wenn ich je diesen Konflikt auflösen will. Jetzt sagt ja der Philosoph Francis Bacon, Wissen ist Macht. Sagt Hans-Peter Dürr, Wissen ist Verantwortung? Wissen, ja. Ich meine, wenn es Wissen gibt, Wissen ist etwas, wo ich glaube, ich weiß was, ja. Und was ich glaube, was ich weiß, ist, was ich manipulieren kann, nicht? Also ein Wissen, das nicht sozusagen sich in meinem Handeln bewahrheitet, ist kein Wissen. Nicht eigentlich Wissen, was wir Wissenschaft nennen, das ist ein Wissen, mit dem ich sozusagen etwas erreichen kann. Ja? Das ist nicht ein Orientierungswissen, was ich immer Wissen genannt habe, was ich sage, ich weiß, wie das alles zusammenhängt, sondern ein Verfügungswissen. Wenn ich es weiß, dann kann ich das und das machen. Eine Vorbereitung, die Natur für mich einzuspannen. Das ist schon ein bisschen unsere Religion, dass wir den Menschen aus der Natur rausgenommen haben. Wir sind die Schöpfer und die Natur ist die Umwelt, die für uns zur Verfügung steht als Material und Werkzeug. Das ist wieder das alte Weltbild. Das ist das alte Weltbild, ja. Nicht? Und ein Teller, der ist immer noch im alten Weltbild, obwohl er die Bombe baut, was die nur geht mit dem neuen Weltbild. Aber er hat das neue Weltbild halt dann nicht aufgenommen. Das neue Weltbild erlaubt eigentlich nur Wissen, das Verantwortung übernimmt. Ja, weil es in dem Sinne immer etwas ist, es ist ein Wissen, das dazu geeignet ist, das Leben lebendiger zu machen und nicht es zu zerstören. Aber die meisten sagen, ja, wir wissen ja noch gar nicht, was lebendig ist. Die ganze Naturwissenschaft hat ja gar nicht mit dem Lebendigen zu tun. Die Biologie hat eigentlich mit dem Lebendigen zu tun. Aber sie versucht, das zu übersetzen in eine Physik, so dass sie sagen, wir sind nur eine komplizierte Maschine. Und ich sage, nein, wir sind es nicht. Ja? Ja. Hm? Und dann war da eben Hannah Arendt. Sie war ja damals Gastdozentin in Berkeley und Sie haben Ihre Vorlesungen besucht. Ja. In nur 14 Tagen habe sie bei Ihnen einen inneren Hebel umgelegt. Ja. Welcher Hebel war das? Ja, es war für mich eine ziemlich große Überraschung. Ich war also 1953 bin ich dorthin gekommen an die Universität in Berkeley, also in der Nähe San Francisco. Ja. 8 Jahre nach Ende des Krieges, ja. Aber ich habe mich nicht geändert in dieser Zeit. Wir wurden ja nach dem Krieg, wird uns gezeigt, was wir für schreckliche Menschen sind, nicht? Ich war absolut immun dagegen. Ich habe nicht einmal Konzentrationslager, habe ich alles nicht geglaubt. Ich sage, das ist ganz typisch. Die nächste Lüge kommt wieder her. Weil ich habe ja da gelebt, die kommt von außen rein und sagen mir, was passiert ist, ja? Nicht? Das war, und ich habe einfach gesagt, ich höre euch nicht zu. Ich höre euch nicht zu. Ich falle nicht wieder auf solche Lügereien herein. Ja? Hat das auch mit einem Schuldgefühl zu tun? Nein, ich habe überhaupt kein Schuldgefühl gehabt, aber man hat mich so behandelt, als wäre ich schuldig. Ja? Also Sie fassen ja Hannah Arendts Gedanken, den sie Ihnen damals eröffnet hat. Ja, das muss ich eben jetzt sagen. Ja, gern. Ich meine, das war 8 Jahre habe ich da. Dann kam Hannah Arendt hin und sie hat über Totalitarismus eine Vorlesung gehalten. Er sagt, zu der gehe ich mal hin und höre mir mal an, was sie dazu gesagt hat. Und diese Frau, was hat sie gemacht? Sie hat in 14 Tagen, hat sie mir zum ersten Mal gesagt, ich muss jetzt zuhören, ich habe einen Menschen getroffen, dem ich trauen kann. Warum konnte ich sie trauen? Sie hat da einen wunderbaren, ich glaube in der 2. oder 3. Vorlesung, hat sie also an die Amerikaner gesprochen und hat an etwas gesagt. Ein Doppelsatz, der mir immer noch mit mir herumgeht. Dass sie sagt, ihr müsst lernen, dass wenn ihr eine Gruppe von Menschen anseht, die etwas Falsches gemacht hat, dass die Schuld der Menschen von außen viel größer aussieht, als die Leute selbst schuld sind. Aber es ist auch umgekehrt so, dass die Leute, die da drin sind schuldiger, als sie selbst sich einschätzen. Ja? Das heißt, ja genau, so ist es. Ich fühle mich ja gar nicht schuldig, ja. Aber ich bin was sie sagt, sollte ich schuldiger sein, als ich mich selbst fühle. Hat 2 Tage wunderbares Gespräch gehabt, nicht? Und das war so, warum hat sie sofort mein Vertrauen gehabt? Dass sie erzählt hat, wie es gewesen ist in Deutschland während des Krieges. Und sie hat meine Geschichte erzählt, zum ersten Mal, dass jemand mich gefragt hat, was hast du denn in diesen 4 Jahren, 5 Jahren wirklich erlebt? Man war kriminell und sagte, lass mich doch mal erzählen. Wenn du feststellst, was ich erlebt habe, dann verstehst du vielleicht nicht mehr. Nein, das interessiert die gar nicht. Und sie hat es erzählt. Und dann sagt sie, und das ist mir missbraucht worden. Man hat ihnen das gesagt, aber es hat diesen Hintergrund. Das Zweite, warum bin ich schuldiger, als ich selbst mich einschätze? Da sagt sie, na Gott, du warst also noch sehr jung, aber das Schuldsein ist nichts daher, wenn du jemanden totgeschlagen hast. Es fängt schon an, wenn du etwas beobachtest, was du sagst, das ist nicht richtig. Da sagt der Mann, wir beobachten dauernd Dinge, wo man sagt, ich verstehe es nicht. Ja, ja, sagt, du wirst es auch nicht ändern können als Einzelner, aber es ist deine Verpflichtung, dass du, wenn du etwas siehst, dass du nicht sagst, geht mich nichts an, ich bin ja was anderes. Geh auf den Menschen zu und sage, ich habe das beobachtet. Und warum hast du das gemacht? Kannst du mir erklären? Nicht, warum machst du das Falsche? Und ich sage, allein wenn du das einen Menschen bittest, er soll sich erklären, was er macht, machst du den wesentlichen Schritt. Weil es ist vielleicht zum ersten Mal, dass jemand reflektiert, was er macht. Und nicht sagt, ja, ich habe mir das nie überlegt, ist mir gesagt worden. Und das hat mich verändert. Weil ich habe vorher gesagt, ich mische mich nicht mehr ein. Ohne Mich-Bewegung hieß es damals. Ich werde nur noch machen, wo ich es selber kontrollieren kann und nicht. War das eine Art innere Isolation, in der Sie da waren? Ja, ich sagte, ich traue einfach keinen Menschen mehr. Ich meine, die meinen, die Wahrheit zu sagen, aber die werden selbst belogen und geben die Lügen weiter und wissen gar nicht, dass die Lügen weitergehen. Aber man wird sehr vereinsamt dabei. Und sie sagte, du machst dich schneller schuldig, wenn du dich nicht einmischst. Und das hat dazu geführt, dass ich diesen Grenzgänger wurde. Ja? Misch dich ein in alles, was um dich herum ist. Die werden dich nicht mögen, arrogant. Auch jetzt mischt er sich da ein und mischt er dich das ein. Ja, ich will denn nicht sagen, was richtig ist. Ich mische mich ein und lass mir erklären, warum die anderen das machen. Auf diese Weise lerne ich mich selber besser kennen. War damit also das Menschenbild geboren, das Sie heute einfordern? Ja, es ist das Menschenbild, dass wenn ich mich einmische und immer nachfrage, was der andere macht, was ich nicht verstehe, sehe ich auf einmal, dass die Menschen ungeheuer verschiedene Dinge machen, wo ich vieles nicht verstehe. Aber wenn ich mich einlasse, das ist auch ein mögliches Leben. Es ist nur anders ausgedrückt. Man hat den Eindruck, dass die verschiedenen Kulturen nur wie verschiedene Sprachen sind. Obwohl ich kein Wort verstehe, sage ich ja, aber er spricht eben unter sich mit dieser Sprache und ich da und ich kenne manche Worte und ich kenne auch die Übersetzung dazu, aber ich kann es nicht übersetzen. Man bekommt auf einmal ein viel breiteres Bild. Und das hat auch bei mir dann dazu geführt, nachdem ich das klar wurde, diese Isolation, also ohne mich, das kann es nicht sein. Du musst Verantwortung übernehmen, also nicht zu sagen, ich kümmere mich nicht darum, Schuster, bleib bei deinen Leisten, sagen wir, das ist ganz falsch. Ja? Ich darf mich nicht einmischen, aber ich darf nachfragen, was da los ist. Dann habe ich mich eingemischt, dass ich im International House in Berkeley, da waren ausländische Studenten dort, 800 ausländische Studenten, dass ich dort das Kulturprogramm übernommen habe. Ich sage, also jetzt mische ich mich ein, jetzt möchte ich wissen, was ein Inder meint, was ein Chinese meint, nicht was ein Brasilianer meint, nicht was ein Russe meint und so fort. Und ich lasse mir diese Kulturen erzählen. Ja? Also die Verantwortung für die Welt oder die Zuwendung zur Welt war eine Art Befreiungserlebnis? Ja, weil ich auf einmal gesehen habe, ich kann sogar was tun, weil ich Verständnis sozusagen habe für die andere. Ich habe sozusagen keine einzige Überzeugung gehabt. Also ich war nicht religiös gebunden. Ich meine, das ist doch alles Blödsinn. Ich meine, wenn man religiös ist und führt diese ganzen Kriege, das kann es doch nicht sein. Ich habe mit null angefangen und jetzt sehe ich die ganzen Kulturen und sage, du übertreibst es wieder. Das sind Leute, die meinen das Richtige und die wollen nicht mit dem Krieg ihre Religion den anderen übergeben, sondern die wollen eigentlich auch zusammengehen. Und ich will jetzt das machen. Das war in diesem Haus der Kulturen. Ja, und das war wichtig. Und dann ist mir vieles aufgegangen, wie gefährlich die Sprache ist. Dass unsere Sprache mit den Substantiven, wir machen es greifbar. Und weil es greifbar ist, sagen wir, jetzt wissen wir, was ist. Ja, so wie die Wissenschaftler sagen, was ich greifen kann, das wissen wir. Das ist genau falsch. Um die Welt zu verstehen, mach deine Hände auf. Du fühlst die Welt besser, wenn du deine Hände aufmachst. Dann sagen sie, aber du kannst doch dann nichts begreifen. Ich sage, ich möchte nicht begreifen. Ich möchte aber wissen, wie alles mit allem zusammenhängt. Und wenn ich es nicht ausdrücken kann, was macht es aus? Wenn ich mich verliebt habe, brauche ich niemandem zu erklären, was Liebe ist. Und alle wissen es sowieso, wenn sie es selbst erlebt haben. Und dieses Erlebnis hat mich so befreit. Ich schaue mir die Kulturen an. Und es ist nicht wunderbar, wie der es ausdrückt und der andere drückt es so aus. Und da war es auch wichtig, in Amerika die Ausländer zu haben, die alle auf Englisch gesprochen haben, aber nicht als Muttersprache. Dann sie immer sagen, ich kann das nicht erklären, mein Englisch ist nicht gut genug. Und dann fing sie an, Geschichten zu erzählen. Aber eine Geschichte ist viel einprägsamer, als wenn man sagen, ein schöner Satz, so wie wir das in der Philosophie lernen, saubere Sprache, exakt, wir wissen genau, ja oder nein. Da geht es wirklich dann zugrunde. Sondern die Kultur, die liegt eigentlich in der Kunst und nicht in der Exaktheit der Sprache. Das haben wir in der Wissenschaft übernommen, aber wir müssen sogar in der Wissenschaft jetzt nun aufgeben. Und das ist die neue Entwicklung eben gewesen, zu sagen, was ich exakt ausdrücken kann, geht auch exakt an der Wirklichkeit vorbei, aber es ist immer noch gut für die Realität. Aber die Realität ist nicht genug. Die Wirklichkeit ist ja ein Ausdruck, es ist etwas, was sich dauernd verändert. Was wirkt. Ja? Was wirkt. Es hat kein Fundament. Was ist das Fundament? Was ist es? Ich sage, es hat kein Fundament. Was ist das Fundament einer Quelle, wenn sie in jedem Augenblick anders aussieht? Ja? Aber es ist trotzdem eine Quelle auch. Ja? Jetzt unser heutiges Menschenbild. Der Homo economicus ist für Sie eine Schrumpfgestalt. Ja. Warum? Ja, weil der Homo economicus fragt nur, der Mensch muss ernährt werden. Ja. Ich meine, das macht doch nicht den Menschen aus. Auch die Pflanze muss ernährt werden. Auch die Tiere müssen ernährt werden. Wenn wir nur also Fresser sind, wenn wir konsumieren, was ist denn dann der Homo sapiens? Der Homo sapiens ist doch der das schmeckt. Und wenn man sagt, was meinst du unter schmecken? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Das Wesentliche ist doch genau das, was wir eigentlich das Geistige nennen. Ach, hör auf mit dem Geistigen, man kann das nicht begreifen. Das ist so eine Traumtänzerei. Das sagen wir den Leuten, dass sie sich eben besser verhalten. Nein, jetzt stellt sich heraus, dass das, was wir so nebenbei sagen und was in den Religionen ausgedrückt ist, was auch die Esoteriker, über das die sprechen, ja, das ist nicht einfach etwas. Das ist nur so eine Art, sagen eine Droge, die man den Menschen gibt, dass sie nicht dauernd protestieren, wenn sie nicht zu essen haben und so fort. Nein, es ist man könnte sagen, die Grundstruktur des Lebens. Aber wenn ich Grund sage, dann denke ich schon wieder an einen Tisch. Es ist das Grundwesen. Es ist das, was uns bewegt. Jetzt der Grundantrieb des Menschen. Als gilt ja heute, der Wettbewerb gilt als Grundantrieb des menschlichen Handelns. Und Sie halten das für einen Irrweg. Wie kommt es eigentlich, dass viele Leute glauben, der Homo economicus und der Wettbewerb seien quasi Naturgesetze? Weil man daran Geld verdient. Aber es macht eigentlich den Menschen zum Sklaven. Nämlich der Mensch ist nur Mensch, wenn er selbst kreativ ist. Und wenn er sagt, das Wichtigste ist der Wettbewerb, dann ist er in einer Situation, wo er versucht, den anderen zu wiederholen. Und nicht nur zu überholen, sondern dem am Schluss, wenn er ihn überholt, noch einen Tritt zu geben, dass er nicht sehr schnell eingeholt wird. Der Wettbewerb ist eigentlich nur ein Mittel für ein Ziel, nämlich weiterzukommen in der Entwicklung des Menschen. Ja? Das ist das Einzige, was wächst. Die Materie wächst ja nicht auf der Erde. Ja? Die Sonne gibt uns Energie. Das können wir brauchen. Aber die wachsenden Kulturen, dass wir in 3,5 Milliarden Jahren einen Menschen aus einer chemischen Brühe hervorgebracht haben, ist ein Wachstum, das so fantastisch ist, dass man das gar nicht ausdrücken kann. Ein Mensch ist so unwahrscheinlich, dass man diese Moleküle zu einem Tanz überreden kann, dass ein Mensch draus wird, ist doch unmöglich, ja? Nein, da ist etwas. Das heißt, wenn man an den Menschen glaubt, dann sieht man, dass das Wesentliche für uns ist das Lebendige, weil es das Einzige ist, was wachsen kennt, wächst. Und das andere, was materiell ist, ist nicht. Jetzt machen wir einen Wettbewerb. Ja. Der Wettbewerb macht genau das Vertrauen kaputt zwischen den Menschen. Und das ist ja wichtig. Weil es ein Wettbewerb aller gegen alle ist. Ja. Das heißt, ich habe was Neues gefunden und ich sage es meinem Nachbarn nicht. Weil ich sage, ich möchte erstmal in meiner Karriere vorausgehen und nachdem ich den Posten dann habe, dann sage ich dem anderen, das habe ich schon lange gewusst. Ja, aber ich sage es dem nicht, weil er, wenn er das dann lernt, auch dann überholt er mich noch. Ja? Das heißt, wir machen alles kaputt. Ist das auch wieder das alte physikalische Weltbild? Wieder das alte. Glauben wir deswegen, dass das Naturgesetze seien? Na, weil wir noch im alten Denken drin sind. Ja, nein, also es heißt einfach, es ist eigentlich nicht der Wettbewerb ist, das Zusammenspiel von Leuten, um etwas Gemeinsames zu machen, ist, was mehr ist als die Summe des Ganzen. Das wäre der Wettbewerb im neuen Weltbild. Ja, also nicht, ich bin besser als die anderen, nicht so ein trivialen Darwinismus, der also schneller ist, die ganzen Olympischen Spiele, da ruinieren wir ihr eigenes Leben, ja, nur um mal eine Goldmedaille zu bekommen. Wir wollen doch einen Wettbewerb haben, um in der Entwicklung des Lebendigen weiterzukommen. Dazu ist es notwendig, dass das, was ich weiß, sofort mit dem anderen teile. Mhm. Das ist mit drin. Aber wir machen etwas, wo derjenige, der schnell vorangeht, den anderen einen Tritt gibt. Und wir sagen, also der Mensch ist der Mensch, das Individuum ist unantastbar. Nein, es ist eine Missdeutung des Menschen. Ich möchte den anderen überholen und ihn noch am besten also töten, damit ich nicht so schnell laufen muss. Aber ne? Ist es nicht auch so, dass der Wettbewerb Menschen zu Höchstleistungen stimulieren kann? Nein, es ist die Fantasie, die ihn dazu bringt. Die Höchstleistung kommt nur, indem man das, was man schon kann, nur schneller macht. Und dazu macht man mehr kaputt als etwas, was man sozusagen verbessern kann. Ja? Es geht bei uns nur um das Tempo. Ja? Sie haben ja fast 20 Jahre mit Werner Heisenberg zusammengearbeitet. Wie war diese Zusammenarbeit? Gibt es da auch Wettbewerb? Nein, eben genau nicht. Sondern nur, da ist ein Zusammenspiel, dass man froh ist, man findet jemanden, der anders denkt als man selber. Ja? Also mancher wird sich ja die Arbeit eines Physikers eher so vorstellen, einsame Arbeit im Labor, Auswertung von Daten. Ja. Wie ist das eigentlich? Braucht ein Physiker auch das Gespräch für eine neue Erkenntnis? Ich meine, das war Wissenschaft, hieß damals. Wenn ich eine Idee hatte, habe ich sofort mit jemand anders gesprochen, weil ich dann, der sagte, ja du, aber dann machst du einen Denkfehler und so fort. Erspart mir, dass ich meinen eigenen Fehler in meinem Denken selber finde, dann nehme ich den anderen her und gebe die Korrektur. Es ist fantastisch, wie schnell man vorauskommt, ja, wenn man sozusagen zusammenspielt. Und das ist eigentlich die Kunst, warum das Leben sich eigentlich entwickelt hat, ja. Dass wir da sind, dass wir verschiedenartige Dinge eben miteinander kombinieren, wo der andere nicht dasselbe ist. Ich habe gar kein Interesse, mit jemandem zu reden, der schon weiß, was ich sage, ja? Sondern das Andersartige, das auszutauschen. Nicht? Und das ist eben das Wesentliche. Wir haben das Lebendige ist dadurch charakterisiert, dass es die Entwicklung liebt, dass ich anders werde als die anderen. Mhm. Ich bin anders, wir sind alle einmalig und wir sollen unsere Einmaligkeit voll entwickeln. Wenn wir einmalig sind gegenüber den anderen, dann können wir der Gemeinschaft etwas beitragen, was sie nicht haben. Wir sind immer eine Bereicherung, aber nicht, wenn ich es für mich behalte. Und das ist die Idee. Ich habe etwas und jetzt trample ich alles tot, damit ich auch die Früchte allein habe, anstatt zu sagen, ich sage euch etwas, was mir eingefallen ist, ich teile das mit jetzt. Und jetzt kommt dieses Zusammenspiel, das ist eine Art Heilungsprozess, dass das Ganze angehoben wird. Und ich komme am Schluss zu einem Menschen, der all die Fähigkeiten hat, die Erfindungen waren von einzelnen Zellen irgendwie, sich zusammengetan haben. Das heißt, ein Mensch ist wie ein Gedicht. Das ist nicht so, dass der Buchstabe A sagt, da kommt der Buchstabe B. Was hast du hier zu suchen? Ah, ich bin der Buchstabe. Jetzt fange ich mit dir einen Krieg an. Entweder A oder B. Nee, ich sage, es ist interessant, ich bin ein Vokal, du bist ein Konsonant. Also das ist eine ganz andere Lautsache. Können wir nicht zusammenarbeiten? Zusammen machen die Sinn, oder? Ja, dass ich A und B zusammennehme und dann hole ich noch ein L dazu. Und dann fange ich mit bla bla an. Und dann habe ich schon ein Wort. Ein Wort ist etwas anderes als ein Buchstabe. Ein Niveau höher. Und in den Gesprächen mit Werner Heisenberg, da gab es aber schon auch mal Streit. Nein. Ist man da immer miteinander? Nein, Streit ist es nicht. Es war immer ein Geben und Nehmen. Ein Streit ist, wo ich versuche, den anderen runterzubringen, ja, dass ich gewinne. Wie haben Sie miteinander gesprochen? Wir haben so miteinander gesprochen. Wir haben also hauptsächlich miteinander gesprochen, dass er sagte, Hans-Peter sagte, da ist etwas, was ich nicht verstanden habe. Können wir uns mal unterhalten? Ich habe es nicht verstanden. Mhm. Dann sagte er, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Dann sagt er, ich will Ihnen meine Geschichte aus meinem Leben erzählen, das Gefühl, was ich habe bei diesem Problem ist. Und dann erzählt er mir etwas aus seinem Leben, was vor 10 Jahren, 13 Jahren passiert ist. Eine Situation. Und ich denke, ich war da nicht dabei, ich kenne nicht die Leute und so fort. Aber es erzeugt in mir ein Gefühl, ich verstehe, warum er das sagt. Und ich sage, ja, interessant. Also so ein Gefühl habe ich auch in der Richtung, aber ich habe ein anderes Gefühl noch. Ich kann es Ihnen auch nicht sagen. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte aus meinem Leben. Dann hört er zu. Ja, 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 das fehlt bei mir. Ja, aber wenn ich die beiden zusammensehe, dann fällt mir eine andere Geschichte ein. Erzählt eine dritte Geschichte. Ich erzähle eine vierte Geschichte, fünfte Geschichte. Ein Ping-Pong, das immer hin und her geht. Immer einer, der ganz spontan spricht, gar nicht genau weiß, was er spricht. Der andere aufmerksam es aufnimmt, versucht zu verstehen, was gemeint war. Er sagte mir immer, du willst immer noch den Satz zu Ende machen. Du brauchst keinen Satz zu sagen, den du erst in der Schule gelernt hast. Du musst so sprechen wie ein Kind. Einfach spontan, was aus dir herauskommt. Und ja? Bei all dem ging es um Grundlagenforschung der Physik. Die Ursache ist die Grundlage, aber vom Gefühl her ist es nicht das Problem gewesen. Und das ist eben ein Naturwissenschaftler, der ist ganz anders, als was man so in der Zeitung liest, ja, der im Labor ist und da so eingesperrt irgendetwas macht und das genau macht. Ich habe eben mit Künstlerwissenschaftlern gearbeitet und Heisenberg war ein fantastischer Pianist, ja, nicht? Und es war für ihn so, dass die ganze Physik, als er sagte, als er diese prinzipiellen Dinge in der Wissenschaft da gefunden hat, für die er auch den Nobelpreis bekommen hat, also die Quantenmechanik damals, nicht, dass er gesagt hat, was mich so glücklich gemacht hat, als ich das gesehen habe. Wir haben es nicht wirklich verstanden, aber es war konsistent. Er hat gesagt, ich habe ein Glücksgefühl gehabt, weil auf einmal der Physiker und der Pianist derselbe Mensch war. Und er sagte, ich bin ein Mensch, ich muss erst das Lied hören, bevor ich die Noten schreibe. Nicht alle sagen, ein Physiker ist der Notenschreiber. Und er sagt, nein, ein Physiker ist, der Lieder hört und aus den Liedern hinterher die Noten schreibt. Aber das Erste ist, er muss das Lied hören. Das heißt, er lernt nicht die Noten, sondern er muss auf das Ganze sehen. Nicht? Und das ist die moderne Physik, dass die sagen, auf das Detail zu achten, ist, dass man freiwillig in ein Gefängnis geht und man weiß, wie kompliziert es ist und man sagt, mein Gott, wie ihr die Welt anseht, das ist ja viel, viel anders. Wenn man Instrumente hat, ein Mikroskop und Fernrohr, man sieht die Welt anders. Ihr habt ja keine Ahnung, wie die Welt aussieht. Die glauben, weil sie die Dinge anders sehen, dass sie die Welt besser verstehen. Die laufen durch einen Wald durch und können keinen einzigen Baum benennen, was es ist. Die sind absolute Dummköpfe, aber sie sagen, das, was ich kann, versteht ihr nicht, also ist es wertvoller. Und das ist es. Auf das Ganze zu sehen, ist für uns wichtig. Um zu sehen, wenn wir hier handeln wollen, müssen wir zunächst mal uns orientieren, dass wir wissen, wir wollen den Berg besteigen. Wir müssen den ansehen und dann kommt es, wie besteige ich den Berg. Nicht die direkte Seite, sondern ich muss so machen, dass ich heraufkomme. Und dann kommt das, was wir eigentlich brauchen. Wie gehe ich um, damit ich wirklich auch letzten Endes auf den Berg komme? Aus dieser Spannung zwischen Ihrer wissenschaftlichen Arbeit und Ihrer Zuwendung zur Welt ist ein starkes gesellschaftspolitisches Engagement entstanden. Sie setzen sich bereits als Direktor des Max-Planck-Institutes in vielen Organisationen ein, für den Frieden, für die Ökologie. 2005 haben Sie zum Beispiel das Potsdamer Manifest veröffentlicht und das steht in der Tradition des Russell-Einstein-Manifestes und erklärt, wie das neue Denken aussieht, das uns in eine offene Zukunft führen kann. Ja, und das ist eher umgekehrt, sondern es ist sozusagen die äußere Gefahr, nicht? Dass Russell und Einstein, also ein Jahr nachdem die Bikini-Bombe funktioniert hat, wo man gesehen hat, der Mensch hat jetzt Instrumente, die nicht schrecklich ist, sondern die ganze Biosystem zerstören kann. Eine Wasserstoffbombe kann schon 10 Millionen Menschen kaputt machen, aber man kann die auch noch größer machen. Was machen wir jetzt, wenn wir das in die Welt geschaffen haben? Wenn wir nicht es fertigbringen, dass wir sagen, alles, was das Biosystem zerstört und nicht nur den Menschen zerstört, wir müssen das abschaffen. Und wie machen wir das eigentlich? Es geht darum, wenn wir als Mensch überleben wollen, müssen wir das schaffen. Aber wie können wir das eigentlich machen? Mit unserer alten Denke können wir es nicht machen, weil die ist mit Wettbewerb. Da geht es nur darum, wer kann noch schneller noch eine größere Bombe bauen. Wir sind total auf dem Holzweg. Wenn wir etwas erfinden und es nicht einbringen als etwas, was das ganze Leben anhebt, wir sind sozusagen im Biosystem drin, an der Spitze, wie wir glauben, dass wenn wir Nachhaltigkeit meinen, meinen wir nicht nur, wir müssen anstrengen, dass wenigstens die Welt so bleibt, wie es jetzt ist, ja. Das ist ganz leicht. Wenn wir uns alle in den Kopf schießen, dann haben wir das schon erreicht. Wenn die Menschen nicht mehr da sind, dann ist es so. Also sagen nichts wie weg mit den Menschen. Nein. Nachhaltigkeit bedeutet für mich, das Lebende lebendiger werden lassen, das fortzusetzen, was 3,5 Milliarden Jahren geschehen ist. Und dass das geglückt ist, war nicht, dass man sozusagen differenzieren konnte, etwas Neues gefunden hat, sondern dass es eine Allgemeinheit gegeben hat, die kooperative Integration von verschiedenartigen Führen auf eine höhere Ebene, sodass das Ganze immer mehr ist als die Summe der Teile. Und das ist das neue Denken, das wir lernen müssen. Genau, und das, was wir lernen müssen, ja. Oder besser gesagt, das müssen wir gar nicht lernen, weil wir haben das ja 3,5 Milliarden Jahre praktiziert. Müssen wir uns daran erinnern? Wir müssen uns daran erinnern. Und das ist sozusagen der Grund, warum ich optimistisch bin. Die Leute sagen, wie willst du 6,5 Milliarden Menschen überzeugen von deiner Traumtänzerei, von dieser Philosophie? Ich sage, ich muss sie überhaupt nicht überzeugen. Ich muss sie nur daran erinnern, was sie eigentlich wissen. Und deswegen haben Sie das Manifest herausgegeben? Ja, dass ich sage, ich will die nur daran erinnern. Und wenn die sagen, aber du kannst sie nicht erinnern, weil die haben das ja nie erlebt, dann sage ich doch, ich habe in den Gesprächen mit Heisenberg erlebt, wenn wir uns Geschichten erzählen, dass man am Schluss zu einem Ergebnis kommen, wo wir sagen, ja, ja, ja. Und alle sagen, wie sind die dazugekommen? Und er sagte dann, wir haben nicht versucht, den einen oder den anderen zu belehren, sondern dieser Dialog, den wir haben, liebenden Dialog, der also nicht korrigieren will, sondern du bist anders als ich, können wir diese Verschiedenheiten nicht verwenden, dass du mich an etwas erinnerst, was ich vergessen hatte und umgekehrt. Und wenn wir zusammengehen, auf einmal können wir etwas erkennen, was wir beide vergessen hatten. Und dann sind wir eine Stufe weiter. Und das ist der Grund, dass ich den Leuten sage, ihr braucht nicht die moderne Physik zu lernen, sondern nur etwas, was eigentlich alle Weltreligionen im Hintergrund sagen. Ja? Es ist im Hintergrund eine Weisheit da. Du musst auf diese Weisheit hören. Und du kannst nicht auf die Weisheit hören, wenn du aufschreibst, was die Weisheit ist, dann machst du sie gar kaputt. Sondern du musst sie in dir selber erfahren. Und wenn du sie nicht erfährst, brauchst du jemand anderen, der dir hilft. Oder ein anderes Gleichnis ist, du musst dich selber in eine Situation begeben, wo du sagst, also jetzt weiß ich überhaupt nichts mehr. Ich verstehe gar nichts mehr. Ja? Auch unser Anfang aus Situation mit Heisenberg, ich verstehe es gar nicht, können wir darüber reden, in diese Situation reingehen. Ist keine angenehme Situation, die meisten sagen, oh, ich habe Angst, ich schwebe da und ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist der Punkt, wo ich fantastisch bin mit meiner Fantasie, weil ich nicht gehindert werde von den, soll ich das machen und das. Nein, ich mache mich einfach los, ja. Also wichtig ist, uns zu erinnern, und wichtig ist aber auch ein Netzwerk. Es haben ja über 130 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Persönlichkeiten aus aller Welt dieses Manifest unterzeichnet. Ist Ihnen das wichtig? Ja, das ist mir wichtig. Aber es ist nicht das Netzwerk, sondern für mich bedeutet es nur, ich bin eine Welle gewesen und ihr sagt, wir sind doch alle Wellen auf demselben Ozean. Und ich habe es in eine Sprache gebracht, wo sie nicht gesagt haben, er hat es mir gesagt, ah, ich spüre auch unter mir, was mein Wasser ist, ist ja gar nicht meins, sondern das ist, was wir gemeinsam haben, dass sie dieses Gefühl haben, wir müssen nicht was Neues lernen, sondern müssen erinnert werden, was wir eigentlich sagen, er hat ja recht, aber ich kann es nicht ausdrücken. Ja? Und dass man auch die Religion wieder in diese Richtung bekommt. Wir haben es ja überall in den Religionen das gemeinsam, dass man den anderen so behandeln soll, wie man selbst behandelt werden muss. Das sind die allgemeinen Aussagen, die immer wieder sagen, du hast die Verpflichtung, mit dem, was du mehr weißt, die anderen wieder in die Gemeinschaft zurückzugehen und einen größeren Organismus zu machen, wo das die eine und die andere Ausdrucksweise mit drin hast und nicht sagt, alle müssen jetzt Englisch sprechen oder so. Nein, etwas Gemeinsames zu machen. Etwas Gemeinsames. Sie haben das Global Challenges Network gegründet und in 2 Wochen geht diese Plattform, Internetplattform online. Was wird man da finden? Ja, ich frage mich, wie verändern wir die Welt? Ja? Alle sagen, ja, ich meine, die Leute sind zu dumm, wir müssen das den Experten überlassen. Ich sage, die Experten, die sind nicht dumm, aber sie sind zu eng. Die sehen sozusagen die alte Welt und das sehr exakt und die interessiert es gar nicht, was das eigentlich bedeutet. Die meisten arbeiten mit der modernen Physik und die sagen, ihr macht da immer jetzt noch Theorien daraus und zerbrecht euch den Kopf. Das spielt doch keine Rolle. Hauptsächlich, es funktioniert. Teller sagte, ich musste die Wasserstoffbombe bauen, weil ich war ja nicht sicher, ob es funktioniert. Und erst wenn ich sie gebaut habe, dann habe ich sozusagen den Schritt gemacht. Dann sage ich, das will ich überhaupt nicht machen. Ich kann auch nachdenken und sagen, wenn es geht, dann passiert etwas Schreckliches. Ja? Das heißt, wir müssen einfach Vertrauen haben, dass wir im Hintergrund haben wir ein höheres Wissen und nicht nur das, was wir uns handwerklich eben angeeignet haben. Und ich behaupte, es gibt im Augenblick in der Welt, ich weiß nicht, sagen wir mal 7 oder 10 Millionen Menschen, die genau wissen, warum es sozusagen nicht klappt, was wir machen. Aber die sind da und sagen, ich bin ganz allein gelassen. Weil die Regierungen und die Medien und so fort, die sagen ja immer, was wir alle meinen und das sind fabrizierte Dinge. Ja? Ich möchte, dass die Leute, die alle wissen, wo es schief geht, warum es schief geht, dass die wissen, dass sie nicht allein sind. Ich möchte nicht eine Google-Welt aufhaben, sondern ich möchte sagen, ich kann doch dieses Problem so lösen, aber alle sagen, es geht nicht, weil sie gar nicht mehr zuhören. Die Regierungen sagen, meckern tun sie alle, aber wie die Lösung aussieht, nicht. Aber sie hören ja nicht zu den Leuten. Jetzt muss man sagen, doch, wir wissen das alles. Und du kannst nachsehen, wir haben einen Humus im Hintergrund, der überhaupt nicht gefragt wird. Und das sind die wenigen Menschen. Den wollen Sie jetzt vernetzen, ja, auf dieser Plattform? Der Humus ist da. Lokalinitiativen, oder was wird man da? Es sind die Lokalinitiativen, aber die sind über die ganze Welt verbreitet. Okay. Ja. Das heißt, überall findet es, heißt, es ist wie ein Meer, das da ist. Ich will nur sagen, die sollen voneinander wissen, dass sie fruchtbar sind und nicht immer in die Ecke gestellt werden und sagen, ja, ihr Paar, die also spinnt, auf die hören wir nicht. Die Zivilgesellschaft muss zeigen, dass sie im Hintergrund auch eine Sprache sprechen kann, die diese Probleme lösen kann, sodass die Regierungen sich nicht auf die Wirtschaft verlassen muss. Und es ist nicht nur die Realwirtschaft, sondern die Finanzwirtschaft, die überhaupt keine Werte produzieren. Ich meine, das ist, was mich aufregt. Was ist denn die Wertschöpfung in der Wirtschaft? Und ich höre das immer, wenn ich mit diesen Leuten rede, die sagen, ja, wir schaffen doch Werte, aber die Werte, die ihr in den Naturwissenschaften gefunden habt, das sind doch keine Werte. Wir haben andere Werte, die sind unbeschränkt, aber eure sind immer beschränkt. Ich sage, ihr seid doch auch Menschen, also müsst ihr die Beschränkungen auch sehen. Nein, wir haben keine Beschränkung, weil die Fantasie des Menschen unendlich ist. Aber es ist doch nicht die Wirtschaft, die diese neuen Dinge entdeckt. Es sind doch diejenigen, die wissen, wenn sie in diesen Schwebezustand kommen, kreativ werden. Und es sind genau die, die in dieser Hetze des Alltags zugrunde gehen, weil man gar nicht die Ruhe hat, kreativ zu sein. Nicht? Das ist die Schwierigkeit, die wir haben. Und ich möchte die sammeln, die diese Ruhe haben und dass die miteinander spielen. Und dann würde ich sagen, dann können wir auch Änderungen machen. Und also, viele sagen, warum bist du so optimistisch? Ich sage, ich bin optimistisch, dass der Kalte Krieg zu Ende gegangen ist, ohne Blutvergießen. Wäre für mich auch ziemlich unmöglich gewesen. Aber es hat geklappt. Warum? Viele haben gesagt, ja, irgendein großes Glück ist geschehen, weil sie gar nicht die Leute gesehen haben, die im Hintergrund waren. Es ist nur ganz wenige, die gesagt haben, wir sind doch Homo sapiens, wir sind doch keine Homo economicus. Also wenn wir die anderen Menschen als Mitspieler sehen, statt als Gegenspieler, sind wir der Zukunft schon viel näher. Ja, und das brauchen wir gar nicht zu lernen, weil wir wissen das auch. Und das ist mir auch damals im International House klar geworden, wenn die Sprache nicht mehr ausgereicht hat und man hat es nicht ganz verstanden. Dann sind wir in den großen Saal gegangen und haben miteinander getanzt. Ja? Der Tanz. Auch der Tanz ist für mich so etwas als ein Beispiel, wo man selber auch ein bisschen Fähigkeiten entwickeln muss. Man stolpert ja am Anfang, aber wenn man links und rechts hat, jemand, der den tanzen kann, dann lerne ich es auch und ich kann es nicht perfekt. Aber wenn wir alle zusammen tanzen, dann passiert etwas. Wir sagen, es ist ja wunderbar, überall die strahlenden Gesichter. Man braucht nicht einmal Alkohol zu trinken, um ununterbrochen zu lachen. Ja? Hans-Peter Dürr, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke.